Servus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier in Tavar, der Wüste der Outlaws. Wisst ihr was? Wir beklauen jetzt mal Mad Bob. Zu einfach. Uhuhu. Hat geklappt. Ey, ich hoffe, dass das keine Auswirkungen hat. Und Mad Bob das irgendwann mal schnallt. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war jetzt gerade. Mad Bob zu beklauen. Schauen wir mal. Ich würde mal gerne noch ein bisschen ratzen. Kann ich hier bei Willy ein bisschen schnarchen? Wunderbar. Und ich denke. Hör mal, mir fällt da was ein. Mein alter Kumpel Mason lebte früher an der Küste, bevor er zu Jacksons Bande kam. Ich kenne da eine Stelle an Edans Küste, an der ich mich verkriechen würde. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und Mason denkt genauso. Und wir treffen ihn da zufällig. Okay. Okay, lass uns die Küste von Edan nach Mason absuchen. Gute Idee, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Oh, ach verdammt, jetzt wollte ich eigentlich erst noch mit William sprechen, verdammt. Ach ja... Eigentlich sollten wir uns jeder eine Frau nehmen und uns hier irgendwo zur Ruhe setzen, anstatt dämlichen Zetteln nachzujagen. Das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du dich mit der halben Welt anlegst. Nach was? Für Leute wie uns ist das sesshafte Leben nichts. Mason ist jedenfalls friedlich geworden. Wenn ich Mason richtig einschätze, müsste er irgendwo da unten am Strand herumhängen und angeln oder sowas. Wir müssen nur den Weg hier runter und dann die Küste entlang. Okay, Mann, dann let's go. Dann machen wir halt erst deinen Quatsch da. Und dann können wir weiter. Jetzt finden wir den obligatorischen Geheimgang hinterm Wasserfall. Nein. Leider nicht. Ja, das Wasser schaut schon cool aus auch. Chillst du mal? Kann ich mal kurz ein bisschen... persönlichen Freiraum haben. Der ist auch ganz schön hochlevelig, der nimmt da ganz gut Schaden. Es ist eine alte Bretterhütte, etwas versteckt. Wir müssen dem Weg bis ganz nach unten folgen. Interessant. Wenn die Viecher nicht wären, eigentlich ganz nett hier. Hä? Geht so, oder? So nett ist es jetzt auch nicht. Hier unten noch was zu sehen? Hier vielleicht? Ne Busch? Oder? Oh oh! Weil dann wäre ich die Klippe runtergefallen. Schade, aber hier gibt's was. Was war das? Ich hab's gar nicht gesehen. Verdammt. Schauen, was wir rauskriegen. So Eisenerz leuchtet also rot. Okay. Äußerst interessant. Ah, cool, hier könnte man gut Fahrrad fahren. Hier so an den Brettern entlang. In die Steilkurve. Wäre ziemlich nice. Coole Strecke. Oh, und wie prophezeit finden wir tatsächlich den guten Steinmetz. Mason heißt ja eigentlich Steinmetz, glaube ich, oder? Okay, dann müssen wir den jetzt umhauen. Wo ist er denn jetzt, der Ray? Ich kenne Ray. Warum suchst du nach ihm? Tja, wer tut das nicht? Es ist eine ganze Kiste Splitter auf ihn ausgesetzt worden, Mann. Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? Tja, von seinem Steckbrief. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Und wenn es so wäre? Ich kaufe dir den Steckbrief ab und du vergisst die Sache. Ach ja. Nun, das wird aber nicht billig. Also 200 Splitter müssten es schon sein. Hier ist das Geld. Gib mir den Steckbrief. Mit Vergnügen. Hier hast du ihn. So. Und jetzt hörst du auf, nach Ray zu suchen. Wen? Ich sehe, wir verstehen uns. Wenn du das sagst. Okay, cool.
Können wir noch hier den Kram gleich noch einsammeln? Wir wollen ja nichts verkommen lassen. Nachdem es eh ein bisschen regnet, schlafen wir eine Runde. Oh nein, es regnet noch mehr als vorher. Verdammt! Na gut, dann wird man halt ein bisschen nass. Auch ganz cool, mal ein bisschen Regenstimmung. Ja, okay. Und wo ist jetzt Ray? Ray? Der Kammler hat sich irgendwo versteckt. Hat er wohl Schiss, da runter zu gehen? Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Gibt es da noch etwas, was du mir sagen willst? Ich habe im Moment nichts Neues. Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein. Wenn das so ist, dann sage ich dir Bescheid. Aber vielen Dank erstmal. Wenn du so weitermachst, besteht für mich ja vielleicht doch noch Hoffnung. Okay. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Okay. Ja, also ich meine, das ist ein bisschen so eine Zufallsquest auch, ne? Dass man das findet. Diese ganzen Jungs. So, eigentlich müssen wir doch jetzt halt mit William sprechen können. Ja. Eigentlich müsste es schon gehen. Wir gehen mal hin. Ich hoffe mal, dass der das Video nicht laggt jetzt gerade. Durch dieses Reisen laggt nämlich manchmal die Aufnahme, habe ich bemerkt. Elex sträubt sich immer so ein bisschen aufgenommen zu werden, habe ich das Gefühl. Okay, und dann reden wir mal mit William. Nochmal zu meiner Beförderung. Ja? Hast du die Stimmen bereits? Red hat mir seine Stimme gegeben. Du redest von Crazy Red, richtig? Red gibt es nicht mehr. Von dem rede ich. Alles klar. Er war bereits bei mir. Scheinst dich gegen deine Mitbewerber durchgesetzt zu haben. Ich habe Mad Bobs Zustimmung. Und du hast seine Aufgabe überlebt? Das spricht für dich. Chloe hat nichts dagegen, wenn ich Vollstrecker werde. Gut gemacht. Du hast die Stimmen aller Hauptmänner eingesammelt. Wenn du bereit bist, darfst du in unseren höchsten Rang zu einem Vollstrecker aufsteigen. Ja, los jetzt! Nein! Ich bin noch nicht hochlevelig genug. Verdammt, noch 5 Stufen. Verdammt, das heißt, wir müssen noch weiter leveln, was das Zeug hält. Wir haben noch 11 Attributspunkte parat. Schade. Sonst hätten wir uns jetzt schon so eine feine Rüstung holen können. Aber damit ist es beschlossene Sache. Wir werden auf jeden Fall die Läuferrüstung überspringen, heißt der, glaube ich. Yo! Sehr schön, sehr schön. Haben wir noch irgendein kleines Quest, das wir noch kurz machen können? Nö. Nur so fette Quests leider. Ich muss aber auch sagen, wir steigen hier ziemlich schnell im Rang auf. Wir sind echt schon weit gekommen. Können wir noch mal kurz gucken, ob irgendwie dieser crazy, dieser verrückte Doktor da oben, der, wie heißt der, Pille? Doc heißt er, glaube ich, einfach. Der noch irgendwas für uns hat. Oder ob wir von dem was klauen können. Vielleicht, wie viel Kohle haben wir eigentlich mittlerweile? Ja, wir haben ja vorhin 200 ausgegeben, um den Steckbrief zu kaufen. Ups. Lass das sein. Ups, shit. Dieser verdammte Doktor. Hat so empfindliche Arschbacken. Ich bin verletzt. Kein Problem. Wir sind, glaube ich, wirklich ein bisschen verletzt. Jetzt sollte es dir schon besser gehen. Was hast du anzubieten? Ich habe nur die besten Stims aus dem reinsten Elex. Okay. Bap, bap, bap. Können ja ein bisschen was verkaufen.
Kettensäbel, den will ich eigentlich schon noch. Geht das hier jedes Mal aufs Neue durch? Nee, da wollten wir eigentlich noch alles behalten, soweit. Es gibt auch wirklich viele Munitionstypen, irgendwie habe ich das Gefühl. Und ich frage mich auch, wo steht, welche Munition wir benötigen. Ich denke mal, Sprenggranaten, das ist schon dann das. Strahlungsgeschoss. Normales Geschoss, Flammen. Nimmt nur Benzin oder was? Hä, keine Ahnung. Muss man wahrscheinlich irgendwie noch selber rausfinden. Naja, okay. Ich habe jetzt gerade nichts zu verkaufen. Zumindest keine Lust. Und, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann. Werden wir wahrscheinlich einfach mal die Hauptmission weitertreiben. Denke ich mal. Ja, genau, das machen wir auch. Okay, Leute. Dann sage ich bis dann und ciao.